Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Raiders of Icarus hier bei Explorer LP. Schön, dass du eingeschaltet hast und hallo! Ja, immer noch erkältet, so leid es mir tut, aber derzeit mit Medikamenten vollgestopft. Ich hoffe, das hält jetzt ein bisschen und wir machen eine Quest. Ja klar, was machen wir sonst auch? Luftige Restauration. Wir müssen die Erdgolems wieder töten, haben wir in der letzten Folge schon gemacht. Und da das so viel Spaß macht, haben die Entwickler gedacht, komm, lass die Leute das nochmal machen. Seit der letzten Aufnahme ist nicht viel passiert. Also Icarus gar nichts. Ich habe weder Jenos Versteck gemacht. Wir haben zwischendurch ja einmal gestreamt. Wann der nächste Stream kommt, kann ich noch nicht sagen. Ich denke mal eventuell in der ersten Januarwoche, aber da steht noch nichts fest. Ja, ansonsten laufen bei mir auf dem Kanal ja noch die vier weiteren Let's Plays à la World of Warcraft, Dragon Age Inquisition, Minecraft, obwohl ich das jetzt beenden werde. All dieweil, aber das werde ich dann im nächsten Minecraft-Video erklären, warum und weshalb. Es werden dann wahrscheinlich zwei neue Spiele kommen. Ups, der lebt ja noch. Ein angespielt. Und mit dem Dark zusammen werden wir dann, sobald sich die Möglichkeit ergibt, dass wir beide zusammen frei haben und aufnehmen können, auch ein neues Spiel in Angriff nehmen, das wir uns schon ausgesucht haben, beziehungsweise auch schon gekauft haben. Was war denn das andere Spiel noch? Raiders of Icarus? Boah, ich habe so viel Gameplays, ich blick da schon gar nicht mehr durch. Raiders of Icarus, Minecraft, WoW, Dragon Age Inquisition und WoW. Ja. Das sind die fünf. Ja, ich nehme das jetzt hier am Freitag, dem 30. auf. Morgen ist Silvester und dann muss ich auch noch arbeiten, ich armes Schwein, im Spätdienst. Das heißt, ich bin morgen Abend vor 9:30 nicht zu Hause. Werde den Abend dann ganz gemütlich ausklingen lassen auf der Couch mit einem schönen Film. Hab mir da auch schon einen besorgt. Und zwar schaue ich mir den neuen Independence Day an, der ja vor kurzem im Kino lief. Den gibt es jetzt schon auf DVD. Ich habe jetzt, was den Film angeht, mich nicht spoilern lassen, außer ein bisschen Filmkritik habe ich gelesen. Es soll ja stark an den ersten Teil anlehnen, das ist mir aber egal. Der erste Teil war schon geil und wenn die Gags da dieselben sind, dann ist das halt so. Oh, eine feine Tour. Na super. So fein war sie ja nun doch nicht. So, Kollege. Nehmen wir uns das hier noch mit. Ah, wir werden gleich noch die Kisten aufmachen. Von Weihnachten die neuen Stück, wenn ich sie denn noch im Inventar habe. Ich habe noch gar nicht geguckt. Können wir direkt mal machen. Habe ich sie noch? Habe ich sie noch? Ja, haben wir noch. Weil die meisten Aussagen waren ja, dass kein Equip oder Rüstung drin war, sondern nur Siegel etc. pp. Allerhand Kram, den man nicht braucht. Von daher brauchen wir sie dann nicht bis Level 50 aufbewahren. Ich beiß mir natürlich ein Popo, wenn wir natürlich jetzt in jeder Kiste
Rüstung drin haben. Aber kann man ja vorher nicht wissen. Das ist ja dann zufallsbedingt. Oh, schon fertig. Und du? Was ist denn noch hier? Stelle Statuen der Flugschneise wieder her. 107 Meter. Hopsassa, da mal hoch, mein Freund. Hat man das nicht schon gemacht? Oder bin ich doof? Nee, hatten wir nicht mehr. In der letzten Folge hatten wir die Köpfe gesammelt, ne? Okay, dann machen wir das mal eben. Schlawups. The next one. Ja, und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich mir dieses legendäre Mount geholt habe. Und die anderen beiden brauche ich nicht. Wenn sie irgendwann mal kommen, okay, aber ansonsten. Ja, und ich hoffe, dass jetzt im Januar mit den Januarbelohnungen nochmal die Mounts aus der Tretel-Kluft zum Erwerb da sind. Und eventuell die regulären, legendären Mounts vom Dezember. Dann weiß ich nämlich, dann kaufe ich mir endlich Femuto. Und den Walfisch werde ich mir noch holen. Hallo, Lustige mit Lindberg sprechen. Danke, ich kann es kaum erwarten, Sie von nahem zu sehen. Okay. Von nahem. So, Kinder, da müssen wir jetzt leider zurückfliegen. Ich würde ja gerne gucken, ob hier unten was ist, aber ich habe die Angst und Befürchtung, dass ich dann gnadenlos sterben werde. Wir wollen es ja nicht provozieren, ne? It's a long way. Also, wir hätten uns eigentlich apporten können, ne? Ich glaube, ich habe in der letzten Folge habe ich doch den Ruhestein dahingelegt. Naja, egal. Ziehen wir die Folge ein bisschen in die Länge. So macht man das heutzutage. Plus Farm. So, da. Wir nehmen alles mit. Alles. Und ich habe irgendwas im AHA verkauft, aber wahrscheinlich nicht mein Terrorkauf. Zeigt er nicht an, ne? Ein Gold, ein Verbleiben. Zwei Gegenstände sind abgelaufen, ja. Das war dann wahrscheinlich mein Freund, der Terrorkauf. Ich glaube, dann setzen wir den nochmal da rein. Ich hatte ihn jetzt für 200 Gold als Gefährten reingesetzt. Will wohl keiner haben. Nächste Station wäre dann, ich denke mal 150 Gold. So, das weiß ich wirklich zu schätzen. Mit all schrecklichen Dingen, die momentan passieren, ist es schön, einen Ort zum Entspannen zu haben. Okay. This is an emergency. Wo müssen wir noch hin? Hier ist das Blatt. Mit Ladas Asaikwache sprechen. Wo ist denn der? Da hinten irgendwo? Okay, scheint ein bisschen weiter weg zu sein. Dann machen wir mal eben hier Taschen leer. Wir können ein bisschen was verkaufen. Wir haben wieder so viel Knöß gesammelt. Was sagt die? Delicious, delicious? Kann weg. Ja. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Ja. Sonst noch was, was weg kann, das behalten wir. Die könnten wir versuchen zu verkaufen. Rindfleischsuppe. Können wir, die Rezepte können wir auch versuchen zu verkaufen. Kochen habe ich sowieso nicht geskillt, also von daher. Pille, Palle, Pulle, Pupp.
das war's eigentlich. Lass mich kurz in Ruhe gucken. Kann ich das nicht irgendwie? Kann ich nicht benutzen? Das? Achso, du kennst dieses Rezept bereits. Meine Stufe ist zu niedrig, um zu lernen. Also sind Kochrezepte, okay. Gut, Kinders, haben wir sowas wie ein Makler hier, Lagermeister, Handelsmakler. So, Transaktionen, ja, das haben wir verkauft. Sehr schön. Terrorkarriff. Verkaufsfehlschlag. Wie kriege ich ihn jetzt zurück? Ich muss abbrechen. Sehe ich das richtig? Ja. So. Dann werden wir jetzt mal verkaufen. Wir verkaufen gefesseltes Blut. Nö. Kann Los Tonos. Das nicht. Ihn würde ich gerne nochmal. So, dann machen wir jetzt mal 150. Freunde. Den muss aber jetzt einer kaufen. Freunde. Rezept für Mana Elixier. Komm, machen wir alles ein Gold. Rindfleischsuppe. Das Rezept braucht doch jeder. Mit Sonntags hat gute Süppchen am Tisch kommt. Ach, ein Gold alles. So. Okay. Den behalten wir. Ja, das behalten wir auch erstmal. Verkaufen kann man nichts mehr. All die Leiste ist voll. Gut, dann behalten wir das. My time is precious. Ja, ich weiß. So. Und dann wollen wir mal das große Tütenöffnen machen. Ja, nicht B. Das ist ein anderes Spiel, wo du B drücken musst. Number one. Fünferpack Elun. Nummer 2. Dreierpack Elun. Super. Einerpack Elun. Ja, wir steigern uns ganz radikal. Gibt es da nur Elun? Was ist denn da für ein Knös? Die hat noch geschrieben, da kann alles Mögliche drin sein. Oh. Alter Witz. Ja. Ja, super. Super, Burschi. Super. Ja, und nochmal ein Elun. Ja, was soll man dazu sagen? Ich freue mich super. Riesig, riesig freue ich mich. Riesig. So, wir sollen jetzt wohin? Mit Ladas reden. Wo ist denn der? Da ist der Ladas. Mal sehen, was er will. Was außerhalb der Reichweite? Kann gar nicht sein. Ich stehe direkt davor. Ah, ich wollte. Außerhalb der Reichweite, außerhalb der Reichweite. So. Jetzt kann ich wieder ruhig schlafen. War das? Karawanenhinterhalt. Ihr seid um zu helfen. Jede Sekunde zählt. Die Karawane bringt Nachschub für unsere neuen Außenposten an der schimmernden Straße. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich die Muaban die Karawane unter den Nagel reißen. Beeilung, bevor es zu spät ist. Verteidige die Karawane. Verteidige die Karawane. Ja? Achso. Okay, ich denke mal, da gibt es Ärger und da müssen wir helfen. Ach, das war's schon. Das ging aber fix. Quest abgeschlossen, 100 Gold Belohnung. So muss das sein. Ja. Irgendwas sagt mir, da werden auf jeden Fall noch mehr auftauchen.
Ja, und? Also, so geht das. Und jetzt sterben sie nicht instant. Alter. Gibt's eine Kelle links und rechts? Fällt mir gerade so ein Karnevalslied ein, aber ich glaube, das singe ich jetzt nicht. Ich will dich da draußen jetzt nicht verschrecken. Erschrecken. Okay, Quest beendet. Ja, wie du siehst, stand ja gerade neue Fähigkeiten. Ich hatte da mal, vielleicht weißt du das da draußen. Wir haben ja die Talente hier. Und ich will das gern raushaben, um dann doch die zwei noch zu skillen hier. Kann ich die jetzt hier nach noch? Nee, ne, geht ja gar nicht. Aber das kriege ich auch nicht weg hier, ne? Ich kann nur Talent auf Seite 1 zurücksetzen. Zwei Lunen. Auf Seite 1. Geht das? Obwohl, wir können es ja erstmal drin lassen, weil mit. Ja. Ich weiß es nicht. Weil es nicht immer sehr akkurat beschrieben ist hier. Minenarbeiter. Barack. Unsere Wachen kämpfen tapfer, aber das Blatt wendet sich allmählich gegen uns. Ich weiß nicht, woher die Moaban die Ressourcen nehmen, uns so erfolgreich zu bedrängen. Ihr habt das Lager gerettet, jetzt können wir zurückschlagen und die Söldner vertreiben, die die schimmernde Straße besetzt halten. Ich hoffe, ihr werdet uns dabei helfen, unser Land zurückzuerobern. Na klar. Hör mal, wenn ich der Explorer wäre, dann. Wir müssen das Lager der Söldner durchbrechen, bevor sie ihre Position festigen können. Das Beschlagnahmen dieser Befehle wird uns in unserem Kampf gegen sie helfen. Erledigt also Söldner, bis wir genau wissen, was sie vorhaben. Erhalte Söldner-Logbuch mal 3. Prinzessin Lania, einmal habe ich sie getroffen. Sie war wunderschön. Ich glaube nicht, einmal Elora wäre so liebreizend. Verzeiht, worüber hatten wir gesprochen? Oh, hä? Sonst keine Quest hier? Doch, ich sehe doch hier irgendwo da. Was will sie denn? Abgeschnittene Versorgungslinien. Es geht doch nichts über den Rausch, den man beim Goldabbau empfindet. Die Moaban-Söldner greifen Bergarbeiter der Goldminen an. Sie haben bereits so viel gestohlen, dass sie es irgendwo hin transportieren müssen. Doch ich habe einen Plan, wie wir den Spieß umdrehen können. Zerstört die Kräne und Schienen, damit die Güter dort stecken bleiben und wir sie zurückholen können. Okay. Samira. Rache spürt Rache hervor, sagt man. Ich kann den Moaban-Söldner nicht verzeihen, wenn ich an meine gefallenen Kameraden und ihre trauernden Familien denke. Ich werde nicht eher ruhen, bis auch der letzte Moaban tot ist. Verlorene Freunde. Ich habe zu viele meiner Kameraden verloren. Wir wollten auf Nummer sicher gehen, als die Moaban-Söldner den Staubwind-Talkessel aufmischten. Aber die waren gnadenlos. Sie wollten uns nicht einmal die Köder der Gefallenen mitnehmen lassen, als wir uns zurückzogen. Jede Alsaik-Wache trägt eine Erkennungsmarke. Könnt ihr mir wenigstens diese wieder beschaffen? Ja, klar. Klar, mache ich, Samira. Wenn du danach mit mir essen gehst oder so. Reptilienterror. Dank der Moaban-Söldner geht es in der Stadt drunter und drüber. Doch dagegen können wir nicht wirklich viel tun. Ich hoffe nur, dass wir sie beschützen könnten. Die Söldner drohen mit der Zerstörung unseres Dorfes. Und jetzt wenden sich auch noch die Tiere gegen uns. Die größte Bedrohung unter ihnen stellen die Schlangen dar, deren Gift sehr schnell wirkt. Ich möchte, dass ihr die Sand- und Wüstenklapperschlangen erledigt, sodass wir uns wieder auf die Moaban konzentrieren können. Okay. Machen wir. Aber du weißt, was jetzt kommt? Erst in der nächsten Folge. Wir sind nämlich schon bei 19 Minuten. Fast 20 Minuten. Wird sonst zu lang, die Folge. Ist sowieso zu lang. YouTube sagt immer, Explorer, mach nur 10 Minuten Filme. Das reicht. Nein. Was willst du denn 10 Minuten zeigen? Ja. Gut, ich wünsche dir draußen jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend. Moment, die Folge kommt am 31. Ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Komm gut rüber, komm gesund rüber. Ja, und ich freue mich auf ein gemeinsames 2017 mit dir da draußen.
vor allen Dingen an die Leute, die mich abonniert haben. Tausend Dank nochmal und schauen wir mal, wo uns das nächste Jahr hinführt. Ich freue mich auf jeden Fall auf das, was kommt oder nicht kommt, ist auch egal. Schönen Abend euch noch, macht's gut, tschüss, bye bye und ciao, ciao.